Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, meinem Büchermonat für den Februar, den ich am Ende tatsächlich noch gerockt habe. Ich habe insgesamt 17 Bücher gelesen mit knapp etwas über 4200 Seiten und ja, es sind tatsächlich so viele Bücher geworden, wie auch bei mir eingezogen sind. Und das hatte ja im Grunde eigentlich zur Folge, oder ja, es hat sich darauf berufen, dass ich so am Ende gemerkt habe, ach Mensch, du hast doch ein bisschen zu viele Neuzugänge. Hast du ein paar dünne Bücher, wo du jetzt vielleicht in den nächsten 4, 5 Tagen wirklich so jeden Tag schaffst? Also so jeden Tag so 100 Seiten. Nebenbei lief noch ein Hörbuch. Und ich habe dann wirklich 4 Bücher mit um die 80 bis 120 Seiten gelesen, glaube ich. Ja, 100, 120, 110, ja. 4 Bücher gelesen, die eben einfach kürzer waren und ich so es wirklich geschafft habe, dass ich zwar nicht meinem Vorsatz, dass weniger einzieht als gelesen wird, sozusagen geschafft habe, aber ich bin sozusagen auf Null gekommen. Also kein Buch irgendwie mehr auf dem Sub, sondern genauso viel gelesen wie ja, im Grunde zugelegt. Und ich bin da vielleicht nicht groß stolz, aber wie ist das so schön mit der Bilanz, die man selbst gefälscht hat? Also man hat das ja in der Hand und man macht sich diese Gedanken ja wirklich nur, weil man so Statistik führt und irgendwie ja auch sagt, ich habe mir ja bei meinem Ziel irgendwas gedacht, bei meiner Aufgabe. Und ich bin doch ein bisschen froh, dass ich es geschafft habe. Und es sind 9 Bücher eingezogen, 2 E-Books und 6 Hörbücher. Also es war ja auch im Hören ein bisschen lastiger letzten Monat, also für den Februar bei den Neuzugängen. Wobei ich da schon gemerkt habe, ich habe gleich bei den Neuzugängen irgendwas verdreht und etwas als Hörbuch aufgenommen, was eigentlich ein E-Book war. Aber das ist am Ende komplett egal, es ist ja meine Statistik. Ich habe ja nach den ersten 5 Büchern, glaube ich, schon mal ein Videoschnipsel gemacht und darüber gesprochen. Das würde ich euch jetzt einfügen. Alle Bücher findet ihr unten in der Infobox, auch mit der Kennzeichnung, wann ich bei welchem Buch starte und natürlich auch einem Link und auch dem Vermerk, ob es ein Rezensionsexemplar ist. Also schaut da auch gerne mal in die Infobox. Und jetzt gebe ich an die Vergangenheit Steffi, die euch ja ein bisschen was über 5 Bücher erzählt. Wir beginnen mit den ersten 5 Büchern im Februar und es wäre theoretisch ein haptisches Buch dabei, das ist aber bereits verliehen, weil es mir so gut gefallen hat, aber dazu dann später. Der Monat begann mit dem Hörbuch Die Schneekönigin Kristalle aus Eis und Blut von C.E. Berner. Ja, ich probiere es mit der Autorin immer wieder. Mir ihre Palace of Glass Reihe hat mir ja zumindest zu Beginn sehr, sehr gut gefallen. Dann die neuere Reihe von ihr, irgendwas mit in der Dunkelheit, das war ja nicht so meins, das habe ich abgebrochen. Aber ich dachte, ich gebe ihr einfach jetzt nochmal eine Chance, denn sie greift das Thema die Schneekönigin auf, was eben eine Märchenadaption von Hans Christian Andersen ist. Gesprochen wird das Hörbuch von Ann Vielhaben. Ich mochte sie soweit auch ganz gerne. Mir kam auch ihre Stimme bekannt vor. Es hat auch zur Story gepasst und ich frage mich immer, wer war diese Stimme? Ich konnte irgendwie nicht so richtig was dazu finden, aber mir kam diese Stimme bekannt vor und ich fand, sie hat das auch richtig, richtig gut gemacht. Ja, wir haben hier eine grobe Märchenadaption. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie die Bücher von Emily Henry, aber wirklich nur sehr lose an diesem Thema entlang hangelnd. Ja, jährlich findet eine Feier zu Ehren der Schneekönigin statt. Weit weg von der Zivilisation lebt sie als Burgherrin. Und ja, ein bisschen weiter weg sozusagen von ihren Untertanen. Es ist ein Weg, der zu den Bürgern führt, der eigentlich jährlich zufriert und sie somit den Weg freigibt, um eben zu handeln. Und dass man, ja, man kann sich das ja wirklich vorstellen, wie zum Beispiel in Kanada nach oben, na, Richtung Norden, wenn dann die ganzen Meerzugänge sozusagen zufrieren, dass man dann eben dieses Eis benutzen kann. Ja, aber dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, denn es friert eben nichts zu. Und das Eis wird nicht so richtig kräftig, man kann dem nicht so richtig ja, trauen. Und so fürchtet sie ja, zusammen mit für sich und ihre Burg und eben ihre Einwohner um das Leben ihres Sohnes, der eben auch auf Medikamente angewiesen ist und ja, davon abhängig ist, dass eben ihn diese ganzen Zulieferungen erreichen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann sich Greta, die Schneekönigin sozusagen, beweisen, findet sie einen Weg, um eben ja, das Leben ihres Sohnes zu retten. Ja, ihr merkt, ich bin nicht so ganz eins mit der Geschichte geworden.
ja, es ist immer wieder so ein bisschen das Problem, dass mir der Schreibstil an und für sich sehr gut gefällt, weil er sehr märchenhaft ist, sehr bildhaft ist und auch hier zu dieser Märchenadaption passt. Aber er ist immer irgendwie ein bisschen holprig, er ist immer so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, dass man manchmal so Sätze hat, Beschreibungen hat und nicht so richtig reinkommt. Also man ist immer sehr distanziert und das finde ich so ein bisschen schade, weil es hätte hier wirklich gepasst, die Emotionen von der Schneekönigin zu spüren, mitzunehmen. Und ah ja, der Start der Geschichte war sehr gelungen, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, doch dann so nach dem ersten Drittel, ja, wurde es ein bisschen langweiliger, gab es auch die ein oder andere Länge und auch so bis zum Ende, ja, ich weiß nicht, es war dann doch sehr schnell greifbar, in welche Richtung es geht, ganz unabhängig davon, ob man die Märchen, also das Originalmärchen kennt oder nicht. Ich hatte, ja, und jetzt tue ich der Autorin wahrscheinlich Unrecht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wer ja in Büchern oder selbst schreibt, der kennt ja oft diese klassische Heldenreise. Also ich glaube, die 5 oder 7 Schritte, oder es gibt Varianten davon, also dass es den Ruf gibt für den Helden, dass der Aufbruch kommt, irgendwie was mit einem Mentor, er geht den Weg und dann kommt er ans Ziel. Und ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, dass die Autorin sich sehr nach diesem Schema bedient hat, was gar nicht verkehrt ist, weil sehr viele Geschichten so funktionieren. Also ganz klassisch kann man das ja zum Beispiel auch im Herrn der Ringe, ne, beobachten. Ich hatte aber so das Gefühl, dass sie, um diesen Weg zu gehen, ihre Charaktere sehr eingeschränkt hat. Und es wirkte sehr bemüht, dass die Charaktere eben diesen Weg gehen, auch wenn er so gar nicht zu ihrer Motivation irgendwie gepasst hat. Und ich weiß nicht, also ich hatte zu den Charakteren keinen Bezug, ich fand die Nebencharaktere sehr blass. Es war schon irgendwie märchenhaft schön, aber eben doch so ein bisschen an Kritik, dass es eben nicht zu einer sehr gelungenen Geschichte macht. Ich finde es immer ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich möchte da auch gar nicht, also ja, Kritik ist natürlich immer ein bisschen schwerer, aber ich fand es ein okayes Buch und ich glaube, es ist jetzt auch vorerst erstmal das Letzte der Autorin, weil ich einfach das Gefühl habe, ich komme in ihre Art, wie sie Geschichten schreibt, einfach nicht rein. Ich komme da nicht so richtig mit und ich möchte einfach näher zu den Charakteren kommen und das hatte ich in der anderen Reihe in diesem Start, ich komme nicht drauf, auch schon so bemeckert, dass ich da irgendwie keinen Zugang gefunden habe. Ja, was ein bisschen schade ist. Dann kommen wir zu einem Highlight und zwar zu einem Geschenkebuch, das mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde, nämlich Bücher lesen lernen von Thomas Becker. Thomas Becker, seines Zeichens mein Thalia-Buchhändler, nicht mein ganz persönlicher leider, aber eben der Buchhändler, der auch auf Instagram unterwegs ist und ja, seinen Kanal packe ich auf jeden Fall auch mal unten in die Infobox. Schaut gerne mal für Buchtipps bei ihm vorbei. Ich habe im letzten Jahr schon auf seinem Instagram-Profil mitbekommen, dass er ein Buch schreibt und jetzt ist es auch da, es ist veröffentlicht und es ist für alle auch ja, kaufbar erhältlich. Und er hat hier ein Storytelling-Wettbewerb auch irgendwie mitgemacht und hat hier ein Buch geschrieben, in dem er eben Tipps weitergibt, damit man mehr Bücher liest. Denn er erlebt gerade im Buchhandel, aber soweit ich mitbekommen habe, auch im Freund- und Bekanntenkreis immer wieder Menschen, die erstaunt sind, wie viel er liest, wie viel auch andere lesen. Und er erlebt eben auch Menschen, die immer wieder fragen, Mensch, wie schaffe ich es denn, mehr zu lesen? Und das war ihm auch ganz wichtig und das wäre auch immer mir wichtig. Ich möchte nicht, dass sich jemand an mir orientiert oder Mensch, wie schaffst du 15 Bücher im Monat, sondern es muss immer der eigene Impuls da sein, wenn ihr mehr lesen wollt, dann gebe ich euch gerne Tipps oder in dieser Buchform dann eben auch Thomas Becker. Es gibt ja auf meinem Kanal auch so den ein oder anderen Tipp, das ein oder andere Video, wo ich so ein paar Tipps zusammenfasse und so hat es Thomas Becker im Grunde auch aufgebaut. Also so ein bisschen diesen Weg, wie wurde er zum Vielleser, was zeigt sich in der Buchhandlung und welche Tipps er eben weitergeben möchte. Und das hat er auf einer sehr lockeren Art und Weise gemacht. Er spricht uns auch direkt an in der Du-Form und bringt uns eben so Impulse zum mehr Lesen und eben auch so ein paar Beispiele dazu. Also so ein klassischer Tipp, dass man sich eben regelmäßig Zeit dafür nimmt, denn mit dieser Routine kommt dann im Grunde auch so ein bisschen ja, der Alltag. Man hat einen festen Zeitpunkt von 19 bis 20 Uhr wird gelesen und dann ist das irgendwann in einem und dann möchte man diese Stunde am Abend auch nicht mehr missen. Natürlich hat er auch noch andere Buchtipps, auch Lesetipps, auch
verknüpft er das ganz gerne auch mit Buchtipps und Geschichten, die er im Grunde auch so ein bisschen aufgreift. Und es sind natürlich ganz klassische Tipps enthalten, wie der eben genannte, aber durchaus auch ein bisschen speziellere, was zum Beispiel das Buch Abbrechen angeht. Das ist ja ein Thema, was sehr diskutiert wird. Die einen, die es einfach gar nicht können, sagen, ich muss bis zum Ende durchhalten. Die anderen, die sagen, oh, 10 Seiten reicht mir eigentlich schon, um zu wissen, ob ja oder nein. Und dazwischen ist gefühlt immer relativ wenig. Auch ich bin jemand, der Bücher mittlerweile sehr gut abbrechen kann. Wenn mich ein Buch nach dem Viertel, nach einem Drittel nicht unterhält, dann höre ich auch einfach auf. Und das ist eben einfach Lebenszeit und auch Lesezeit, die man dadurch geschenkt bekommt. Und Thomas Becker formuliert das sehr schön. Er gibt wirklich tolle Impulse. Und jetzt ist das kein Buch, das sich an mich als Vielleser richtet. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich fand seine Impulse, seine Gedanken, seine Tipps sehr, sehr wertvoll und kann mir wirklich wahnsinnig gut vorstellen, dass wenn man eben jemanden hat im Freundes-, Familienkreis, der eben sagt, ich würde so gern mehr lesen, wie schaffe ich das, dass man dann dieses Buch nimmt und sagt, hier, guck mal, hier hast du wirklich eine ganze Vielzahl an Potpourri an Tipps und Impulsen, wie du es vielleicht schaffst, einfach das Lesen in dein Leben zu integrieren. Und so möchte ich dieses Buch auch einfach empfehlen, wenn ihr schon viel Leser seid und habt liebe Menschen im Umkreis, die es auch werden wollen, ist dieses Buch absolut ein Geschenkebuch. Und wenn ihr selbst vielleicht jetzt sagt, ach, Mensch, ich glaube, ich könnte auch noch den einen oder anderen Tipp vertragen, dann ist dieses Buch ebenfalls für euch. Wenn ihr bereits viel Leser seid, dann kommen euch die Tipps und Tricks sowieso schon bekannt vor, dann ist das eher nichts für euch. Deswegen würde ich es wirklich so ein bisschen eingeschränkter empfehlen, aber für die ich es empfehle, ist es wirklich ein Highlight gewesen. Ich fand es toll von der Aufmachung, ich mochte die Grafiken, die darin enthalten sind, ich mochte den Aufbau, wie Thomas Becker im Grunde dazu jetzt gekommen ist, bis zum Ende zu seinem Buch. Und ich bin natürlich auch super happy, dass ich es zur Verfügung gestellt bekommen habe und habe das E-Book wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Sein Instagram-Account unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Das nächste Buch ist dann der dritte Teil der Firebrand-Reihe von Helen Harper, Magic Smoke, gesprochen von Mary Lou Pullman. Es wird wohl, soweit ich das jetzt verstanden habe, noch einen vierten Teil geben. Und anfangs dachte ich ja noch, es wird ein Einzelband, aber mittlerweile sind wir im dritten angekommen, es wird einen vierten geben und ich habe mich jetzt auch hier wieder für das Hörbuch entschieden, weil ich Mary Lou Pullman super gerne höre. Das ist eine Sprecherin, dass wenn die mir auffällt, dass das Hörbuch gesprochen wird, würde ich da immer das Hörbuch bevorzugen. Und es gibt diese Bücher von Helen Harper, das war auch schon bei den Hexfiles so, immer nur in digitaler Form, also als E-Book oder als Hörbuch. Also leider nicht in echter Form, ich hätte mir die Hexfiles schon super gerne ins Regal gestellt und auch Magic Smoke ist eine Reihe, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, die ich mir auch gern ins Regal stellen würde. Es ist eine Fantasy-Krimi-Mischung mit der coolen Protagonistin Emma und es ist jetzt schwierig, zu einem dritten Teil was zu erzählen, aber wir sind hier in einer Art Urban-Fantasy-Welt, wo es ganz normal ist, dass es eben die Kreaturen der Nacht sozusagen einfach in unserem Leben gibt. Es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt allerhand anderes und die sind einfach in unserem Alltag, keiner wundert sich mehr darüber und wir treffen eben Emma, die ganz zu Beginn eben so in der Polizeiausbildung ist und jetzt eben, um eine Stufe weiterzukommen, in diese übernatürliche Abteilung geht. Und ja, es passiert, was manchmal passieren muss, sie stirbt und wacht, ich glaube, nächster oder übernächster Tag in der Leichenhalle auf. Alarm. Und so geht sie eben auf Suche und wir begleiten sie eben sowohl im ersten Band als im zweiten als jetzt auch im dritten, im Grunde bei einem Fall, um etwas zu lösen. Natürlich ergibt sich so ein bisschen eine Liebes-Flirt-Geschichte und wir haben eben ganz viel Übersinnliches, ganz viele Kreaturen, die wir eben sonst ja noch aus den Schauergeschichten kennen und ich mag einfach diese Reihe. Ich fand den dritten Teil jetzt auch wieder richtig, richtig gut. Ich fand ihn sogar eine Spur besser als Band 2. Er kommt für mich nicht ganz an Band 1 ran, aber insgesamt ist diese Reihe wahnsinnig unterhaltsam. Ich mag den sarkastisch-ironischen Humor, den Helen Harper ihren Charakteren sehr, sehr gerne gibt. Auch im ersten Teil hatten wir schon so eine Protagonistin und auch hier bei Emma. Also ich finde das einfach großartig. Ich mag den Witz, ich mag den Charme, ich mag die Betrachtungsweise, ich mag, wie die Welt gesehen wird, wie sie uns erzählt wird, wie wir da so reingeworfen werden, dass sich alles normal anfühlt und trotzdem merkt man irgendwie, ist es doch ein bisschen anders. Also ich mag die Trilogie super, super gerne. Nein,
ich mag nicht die Trilogie, denn es wird noch einen vierten Teil Minimum geben. Also ich mag die Reihe und ich mochte den dritten Teil, so muss ich sagen. Der Hund bringt mich ja ganz außer Konzept. Also mir macht es super Spaß, der Geschichte zu folgen und Mary Lou Pullman hat hier auch wieder wunderbarst die Geschichten erzählt. Jetzt kämen wir zu dem haptischen Buch, aber ich blende es trotzdem ein. Und zwar ist es von Tom Mitchell, Der Pinguin meines Lebens. Mir war jetzt nochmal nach einer winterlichen Geschichte, auch wenn jetzt sich so gefühlt ein bisschen der Frühling abstreift. Ich habe, glaube ich, noch eine Pinguin-Geschichte hier oben. Die muss ich jetzt unbedingt noch lesen in diesem Winter, weil sonst würde ich sie ja bis November wieder mitziehen. Nein, das wollen wir nicht. Und mir hat das Buch so gut gefallen und ich habe im Freundeskreis geschwärmt. Und dann wurde mir im Grunde das haptische Buch aus der Hand gerissen. Und wurde direkt mitgenommen und sich ausgeliehen, was auch absolut fein ist. Dafür sind Bücher da, dass sie eben gelesen werden. Ich finde immer, dass im Winter natürlich so Geschichten um Kälte und auch Pinguine perfekt passt. Deswegen hatte ich nochmal dazu gegriffen. Und wir treffen hier eben auf Tom Mitchell, der uns seine eigene Geschichte erzählt. Er ist Lehrer und macht sich mit Anfang 20 auf den Weg nach Uruguay. Und er arbeitet dann dort auch als Lehrer in einem argentinischen Internat. Er ist auf der Suche nach dem großen Abenteuer und als er sich auf diese Suche macht, trifft er irgendwo unterwegs einen kleinen Pinguin, nämlich seinen neuen kleinen Freund. Der Pinguin ist mit Öl verschmiert und Tom merkt recht schnell, ich kann den da nicht einfach liegen lassen und seinem Schicksal sich übergeben. Nein, er nimmt ihn mit, er macht ihn sauber, er reinigt ihn, er kümmert sich um ihn und er nimmt ihn dann eben auch mit nach Argentinien, nennt ihn Juan Salvador. Und der kleine Pinguin weicht jetzt nicht mehr von seiner Seite. Wir erleben so ein bisschen den Lehreralltag, das Leben in Südamerika und eben auch, wie es ist, eben eine Freundschaft zu Tieren zu haben und eben zu einem ganz besonderen Tier, denn so ein Pinguin hat jetzt ja nun leider nicht jeder zu Hause. Und dieses leider möchte ich so in Anführungszeichen, weil natürlich so ein Wildtier auf keinen Fall in normalen Umständen in zu Hause gehört, weil ein Wildtier gehört einfach nicht nach Hause, ne? Du ja theoretisch auch nicht, ne? Bist du auch ein Wildtier. Ja, so ist das, da weißt du Bescheid, ne? Bist hier gefangen. Ja, ganz tief gefangen. Nein, bist du nicht, ne? Hat ein schönes Leben. Er kann sich, glaube ich, nicht beschweren. Er denkt sich nur, was sitzt die jetzt wieder hier? Ja, also Wildtiere gehören definitiv nicht einfach zu einem Lehrer in ein Internat. Aber ich glaube hier heiligen die Mittel den Zweck. Heiligt der Zweck die Mittel, so rum. Und ich glaube dadurch, dass er ihm einfach auch das Leben gerettet hat, ich glaube da ist das tatsächlich, meine Ohren, da ist das glaube ich in Ordnung, dass er ihn noch ein Weilchen länger sozusagen auch aufgepäppelt hat. Meine Güte, ja, es ist sehr, sehr locker erzählt. Tom Mitchell nimmt uns wirklich durch sein Leben mit. Er erzählt sehr locker, er erzählt sehr leicht, sehr flüssig. Man hat wirklich das Gefühl, dass er ganz viel von sich und seinem Leben preisgibt. Es gibt sehr viele wahre Begebenheiten, die eben so ein bisschen diese Mensch-Tier-Beziehung auch beschreiben, die sehr unterhaltsam sind, die einen sehr berühren. Es ist einfach wunderbar erzählt. Mir war es an mancher Stelle einfach zu kurz. Also er fängt manchmal eine Geschichte an, holt ein bisschen aus und zack, ist diese Geschichte in der Geschichte erzählt. Und ich fand das ein bisschen schade, warum manche Dinge einfach so kurz abgehandelt wurden. Jetzt kann man natürlich sagen, er wollte wahrscheinlich Längen vermeiden, sonst hätte man wieder gemeckert, dass es Längen gibt. Aber ich hätte mir gern manches ein bisschen ausführlicher erzählt gewünscht. Gerade auch, wie andere Menschen reagieren, wie sein Leben sich verändert. Da waren so ein paar Punkte dabei, wo ich dachte, naja, und was jetzt? Und wie ging es weiter? Und ja, es hatte sich manchmal so abrupt angefühlt, wie wenn einfach mittendrin er dann doch nicht mehr dazu was erzählen wollte. Aber sonst hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns auch einiges über Pinguine erzählt, also grundsätzlich über Pinguine und dann eben auch einfach so ein bisschen, wie das Leben dann eben gelaufen ist. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich bin ganz happy, es dann auch weitergegeben zu haben und bin sehr gespannt, wie dann das Feedback sein wird. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zum Buch, was kein Abbruch war, was auch nicht direkt ein Flop war, aber dennoch eine Enttäuschung war. Und zwar die Legende von Sleepy Hollow von Christina Henry. Habe ich von Emily Henry gesagt? Nein, Christina Henry. Es ist die neueste Märchenadaption, insofern Sleepy Hollow ein Märchen ist. Es ist ja eher eine Legende, die besonders bekannt wurde durch die Verfilmung, unter anderem mit Johnny Depp.
Und ich mag die Geschichten von Christina Henry sehr gerne. Ich mochte Alice, ich mochte Peter Pan. Ich fand auch Rotkäppchen ganz okay. Meerjungfrauen habe ich abgebrochen, wenn ich mich richtig erinnere. Gab es noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Und da ich den Film so gerne mag mit Johnny Depp und den schon einige Male auch gesehen habe, dachte ich mir, ah, das wird bestimmt schön düster, sehr dunkel, gruselig. Und das kann ja Christina Henry sehr gut. Also es ist schon sehr brutal und Christina Henry geht schon sehr in die Tiefen der Dunkelheit sozusagen. Und man muss das schon mögen. Wenn man das aber mag, glaube ich, wird man hier wirklich gut unterhalten. Ja, wir sind hier nun 30 Jahre, glaube ich, war es weiter, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und wir greifen eben die Geschichte auf, die vor 30 Jahren passierte, die man aus der Legende eben auch kennt, die man aus dem Film kennt. Und nun sind wir eben wieder in diesem Dörfchen und es geht eben wieder um den Reiter rund um Sleepy Hollow. Denn nach wie vor haben die Menschen Angst vor ihm, bis auf Bronn, der hat keine Angst. Denn er glaubt auch mehr zu wissen über den Reiter, als er so ein bisschen erzählt. Bis dann eben ein toter Junge in den Wäldern gefunden wird mit abgetrennten Kopf und Händen. Und der 14-jährige Enkel von Bronn, Ben, der möchte nun eben die Wahrheit finden, macht sich auf den Weg und recherchiert auch so ein bisschen, was war vor 30 Jahren, was ist jetzt, was könnte das jetzt sein, was hat es mit dem toten Jungen auf sich. Ben ist allerdings kein Junge, sondern ist ursprünglich als Mädchen oder er ist ein Junge im Körper eines Mädchens geboren, so muss man es wahrscheinlich korrekt wiedergeben. Und das ist eben auch was in dem Dorf sehr missfällt. Wir sind hier eben auch Anfang des 19. Jahrhunderts, da war die Welt ja noch weniger offen, als sie es heute ist. Und auch heute ist das, glaube ich, kein sehr einfaches Thema. Und ja, so bekommen wir auch diese Geschichte ein bisschen erzählt, wie eben Ben auf die Suche geht und was da eben auch so das vor 30 Jahren mit reinspielt. Ich fand es wirklich ein bisschen schwierig. Es ist für mich so ein Okay-Buch und langsam glaube ich, dass Christina Henry mit den Alice-Adaptionen irgendwie so alles gegeben hat und da irgendwie nicht mehr viel kommt. Ich weiß auch nicht. Ich entweder sind meine Erwartungen einfach zu hoch, warte ich immer wieder auf so ein Highlight wie die Alice-Reihe. Ja, der Schreibstil von Christina Henry ist absolut okay. Er ist flüssig, man kann ihm angenehm lauschen. Ich habe es ja auch als Hörbuch gehört. Aber die Charaktere waren wahnsinnig anstrengend. Sie halten sich gefühlt alle für was Besseres, sind immer von oben herab, sind wahnsinnig arrogant und sind mir echt tierisch auf den Keks gegangen. Es war trotz der traurigen Dinge, die so ein bisschen passiert sind, nicht sehr emotional. Es war alles sehr trocken, es wurde einem so hingeknallt, wo man eigentlich denkt, hier müsste doch mal so ein bisschen ein Gefühl, eine Emotion kommen. Es müsste einen irgendwie berühren, das passierte aber alles nicht. Und auch die Dialoge, die zu Teilen geführt wurden, waren sehr hölzern und künstlich. Also ich hatte wirklich das Gefühl, so spricht kein Mensch, auch nicht im 18. Jahrhundert. Also im frühen 19. Jahrhundert, so hat sich das für mich überhaupt nicht angefühlt. Und dann ist das jetzt wahrscheinlich eine Kritik, die ja so ein bisschen schwierig auch einfach ist. Mich hat dieses Thema rund um Ben beziehungsweise das hat mich irgendwie total rausgerissen. Ich wollte eine große Horrorgeschichte um den kopflosen Reiter. Ich wollte ins düstere, anfängliche 19. Jahrhundert und ich bekomme eine Art queere Coming-of-Age-Geschichte, wo ich dachte, was hat das jetzt eigentlich mit der Geschichte zu tun? Also klar muss man Charakterbuilding machen und man möchte natürlich Ben näher kennenlernen und seine Geschichte, aber deswegen habe ich die Geschichte nicht gekauft und nicht hören wollen, sondern weil ich mich gruseln wollte und eben was aus Sleepy Hollow hören wollte und nicht wie Ben und seine Transformationsgeschichte erzählt, die in diesem Dorf eben Anfang des 19. Jahrhunderts nicht so richtig gut ankommt, wo ich denke, war das damals wirklich ein Thema? Warum ist man da so überrascht, dass das alle so merkwürdig finden? Ich meine, es finden heutzutage im 21. Jahrhundert noch Menschen merkwürdig und verstehen das nicht. Und auch ich möchte gar nicht sagen, dass ich es zur Gänze verstehe, aber ich versuche mich da einzufinden und das nachzuvollziehen. Das habe ich hier auch bis zu einem Teil versucht, aber es war nicht die Geschichte, die ich lesen wollte. Also ich war so hin und her gerissen und dachte, ja, irgendwie interessant, aber nein, ich möchte eigentlich mehr über den kopflosen Reiter wissen. Und es hat für mich auch überhaupt nicht in diese Zeit gepasst, dass man daraus dieses Thema irgendwie macht. Ich fand das irgendwie unpassend. Also wenn man jetzt eine Geschichte vielleicht von in den letzten 100 Jahren, naja, wobei 50 Jahre eher schreibt, ich glaube, da passt das ganz gut rein. Aber so 200 Jahre zurückzugehen und zu sagen, das war schon wichtig, ich glaube nicht. Ich glaube, die Menschen hatten da ganz andere Sorgen. Und wenn da ein kopfloser Reiter
Kinder tötet und die Köpfe abschlägt. Ich glaube, da gibt es andere Dinge, als sich darüber zu beschweren, dass man nicht verstanden wird, weil man eben ein Junge ist und leider aber als Mädchen auf die Welt kam. Und das ist so, das, also ich war da selbst so ein bisschen verwirrt über mich selbst, habe mich ständig gefragt, bin ich jetzt politisch korrekt? Und musste mich aber dann fragen, ich wollte aber eine andere Geschichte. Also es gibt keinen Hinweis, zumindest so wie ich den Klappentext in Erinnerung habe, dass wir hier dieses Coming of Age haben. Und ich weiß auch nicht, für mich war es das irgendwie nicht. Also so gut mancher Gruselfaktor war, so merkwürdig fand ich dann zum Beispiel einfach das Unemotionale, das weit Entfernte und eben auch diese Coming of Age Geschichte, die ich halt nicht lesen wollte, weil ich hier ein Gruselbuch erwartet habe. Ach, und deswegen ist es irgendwie ein Flop, aber es war irgendwie auch okay und ich habe es ja auch beendet, aber so richtig, ja, meine Geschichte war es leider am Ende dann irgendwie nicht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich von Christina Henry erstmal so ein bisschen Abstand nehmen und einfach erstmal gucken, wie die nächsten Bücher ankommen. Es kommt jetzt, glaube ich, irgendwas mit einem Baum, ich habe schon wieder verdrängt, zum Geisterbaum, irgendwas. Ich sehe das Cover von mir, aber nicht den Titel. Ich werde da, glaube ich, erstmal ein paar Rezensionen abwarten, bevor das Buch bei mir einzieht, weil, ja, es ist, wie würde man so schön auf Facebook sagen, es ist kompliziert. Aber ja, das waren die ersten 5 Bücher des Monats und ja, weiter geht's dann mit der Zukunft, Steffi. Auch gelesen habe ich als E-Book von Dustin Gao, Bleib bei mir, Sam, eine Geschichte, die ja schon vorab eigentlich sehr, sehr gehypt war, die wohl auch auf TikTok, ja, schon im Grunde im Englischen wirklich, ja, viele Leute begeistert hat. Ich habe das zusammen mit einer lieben Freundin gelesen und beide mussten wir sagen, dass wir ein bisschen enttäuscht waren. Also für mich war Bleib bei mir, Sam, wirklich, ja, so ein bisschen ein Flop, weil die Erwartungen sehr hoch waren. Ich habe sehr viel Emotionen erwartet und ich habe ja leider nicht sehr viel bekommen. Wir haben hier im Grunde ein Pärchen und ja, er stirbt bei einem Autounfall und wir erfahren so ein bisschen die Trauergeschichte beziehungsweise dann auch so ein bisschen den Rückblick, wie sie sich kennengelernt und verliebt haben. Und dann passiert es, ich glaube, so eine Woche, nachdem Sam gestorben ist, dass sie sein Handy anruft und er rangeht und sie miteinander sprechen können. Und das klingt erstmal nach einer sehr tiefgründigen, emotionalen Geschichte, wo wir so ein bisschen Trauerbewältigung haben, vielleicht auch ein bisschen das Umfeld miterleben und dann eben auch so ein bisschen die Liebesgeschichte erfahren. Ich hatte aber so meine Probleme mit der Geschichte. Zum einen ist sie sehr unemotional. Also sie ist sehr kühl, sie ist sehr entfernt und ich hatte zu keiner Zeit irgendwie das Bedürfnis zu weinen oder irgendwie zu schluchzen oder ich fand das wirklich sehr entfernt erzählt. Ich fand das auch einfach so ein bisschen durch diese Entfernung nicht so richtig greifbar. Ich habe mir auch sehr schwer getan mit dieser rückwärts erzählten Liebesgeschichte. Also dass wir nicht erfahren, wie sie sich kennengelernt haben, dass wir nicht diesen Weg von vorne mitgehen, die Liebesgeschichte erzählen und dann passiert der Tod, sondern dass wir schon wissen, er ist gestorben und dann immer nur durch Rückblenden etwas von diesem Kennenlernen und von dieser Liebesgeschichte erfahren. Es hatte für mich nicht so diese Sogwirkung und auch nicht so dieses Mitempfinden, weil für mich war Sam halt schon immer tot, weil das weiß man ja direkt. Und ich konnte da nicht so richtig mitfühlen, wenn sie dann über diese Liebesgeschichte erzählt hat. Zudem fand ich diese ganzen Nebencharaktere mehr als anstrengend. Hier stirbt ein junger Mann und seine Freundin trauert und man macht ihr ständig Vorwürfe, also dass sie in der Schule gefehlt hat, dass sie Hausarbeiten nicht gemacht hat, das kommt von den Lehrern, es wird drumherum von den Freunden erzählt, warum konntest du dich nicht zur Beerdigung aufraffen, warum warst du nicht bei der Trauerfeier in der Schule dabei, nur Vorwürfe. Und das ist echt das, was ich fand, das geht überhaupt nicht. Hier trauert ein Mensch und jeder Mensch trauert anders. Und es hilft dem einen, sich mit 10 anderen hinzustellen und einen Trauergottesdienst zu machen. Es gibt aber auch die einfach still und am liebsten alleine trauern und das verarbeiten. Und wir reden hier, ich glaube, es war wirklich nur eine Woche, lasst es 2 gewesen sein, aber das ist viel zu kurz, um jemanden so mit Vorwürfen zuzuprasseln und auch von den Lehrern, die sagen, ja, wir schonen dich jetzt nicht mehr und es war Abgabetermin und bla und ich denke mir so, sag mal, was seid ihr denn alle so kaltschnäuzig? Das fand ich ganz, ganz schlimm. Natürlich läuft das Leben weiter und auch wenn man selbst irgendwie stehen bleibt, drumherum geht es weiter, aber wenn ich solche Freunde hätte oder, also ich fände das ganz schlimm, also die wären nicht lang meine Freunde und sie schluckt das alles so runter und lässt sich das auch so gefallen und versucht immer mal wieder zu erzählen, dass sie eben
einfach keine Kraft irgendwie hat und das interessiert keine. Dann kommt auch noch von dem jüngeren Bruder von Sam der Vorwurf, dass sie sich ja gar nicht mehr hat blicken lassen und im Grunde ist sie ja auch gestorben und dass sie ihn nicht mehr gern hat. Und ich hätte das bei dem Kind auch noch verstanden, aber bei den Eltern von ihr und von ihm, also ich fand das ganz anstrengend, ich fand das sehr müßig und ich habe immer wieder darauf gewartet, wie jetzt die Auflösung ist mit diesen Telefongesprächen, wie er sie vielleicht auch wieder ins Leben zurückbegleitet und irgendwie war das auch nicht richtig gut. Also ja, ich war sehr enttäuscht, ich habe mir da definitiv vielleicht nicht unbedingt ein Highlight erwartet, aber zumindest etwas, was mich auch emotional mitnimmt und ja, ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass mich dieses Trauerthema so ein bisschen ja, an meine eigenen Trauergeschichten sozusagen erinnert. Und da muss ich auch sagen, auch nach 2 Jahren, wo ich meine Mama jetzt verloren habe, auch da habe ich Tage, wo ich denke, ach, lasst mich einfach alle. Und es ist manchmal einfach präsent und andere Tage sind besser als andere. Und würde mir als junger Mensch, und wir reden ja hier von 18-, 19-, 20-Jährigen, wahrscheinlich eher 18-Jährigen, also hätte mich da jemand so angegangen im Schul- und Freundeskreis, also ich wüsste nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Also ich verstehe diese ganze Geschichte nicht, warum sie uns erzählt wird, ohne dass sie gefühlvoll, emotional ist. Und ja, fand ich nicht so gut und meine Freundin fand es leider auch nicht so gut. Und ich war für mich tatsächlich ein bisschen ein Flop, also ein Flop. Und glaube, hätte ich nicht so auf die Auflösung gewartet, hätte ich vielleicht tatsächlich auch eher schon irgendwie abgebrochen. Ja. Von einem Flop zu einem fast Highlight. Ich habe dieses wunderschöne Büchlein nachträglich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Wenn du einen Traum hast von Bas Kast und illustriert von Sophia Usach. Erinnert so ein bisschen an den Jungen, das Pferd, der Maulwurf und der Fuchs. Und auch an großer Panda, kleiner Drache, zumindest auch von der Aufmachung. Und wir haben hier also auch wirklich eine ganz bezaubernde Geschichte. Ja, was eben so ist, wenn man als Kind Träume hat, wie man sich die Welt so vorstellt, wie man sich erhofft, dass die Träume dann auch wahr werden. Und wir haben hier eben ja ein Mädchen, das eben auch seinen Weg geht und eine Freundschaft eingeht, die etwas untypisch ist. Und wir haben hier wunderschöne Zeichnungen. Und diese Illustrationen sind wirklich ein Traum. Es hat nicht ganz zum Highlight gereicht, weil es gefühlt keine echte Geschichte gab. Bei den beiden anderen genannten Büchern war es ja schon so, dass eine Geschichte erzählt wurde, dass hier Weisheiten übermittelt wurden, dass wir das so ein bisschen abgeholt wurden und hier sind es zwar auch immer so ein bisschen zitatmäßig was, aber es lebt schon eher von den Illustrationen und ja, das ist so, wenn ich da unterscheiden müsste, es ist ein tolles Buch, es ist ein wunderschönes Geschenkebuch, es wird auch in meinem Regal bleiben, aber im Vergleich eben zu den anderen, die eben in so eine ähnliche Richtung gehen, waren das wirklich Highlights und das ist so eine Spur dahinter. So eine grundlegende roter Fadengeschichte hätte, glaube ich, dem Buch auch ganz gut getan, aber es war wunderschön zum Durchblättern und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man einfach mal so ein bisschen wieder zeigen möchte, dass man träumen sollte, dass man daran festhalten soll, dass Träume in Erfüllung gehen und dass man sich eben, wenn ein Traum in Erfüllung geht, auch mal einen neuen Traum suchen muss und ja, das fühle ich gerade sehr und fand ich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Dann habe ich ein Hörbuch gehört von Elke Heidenreich, Ihr glücklichen Augen. Da bin ich im Dezember, Januar immer mal drüber gestolpert über dieses Buch und habe eben auch Interviews von ihr gehört und ich kenne auch ihre Literaturshow von früher. Aber Bücher von ihr habe ich jetzt bewusst weder gehört noch irgendwie gelesen, weil sie mich, glaube ich, auch nicht so richtig angesprochen haben. Das Hörbuch spricht sie selbst und das finde ich auch richtig gut gemacht. Ich finde, Elke Heidenreich ist eine tolle Sprecherin. Ich glaube, ich habe auch 2, 3 andere Bücher von ihr gesprochen, sozusagen schon gehört, aber es waren nicht ihre eigenen Bücher. Und Ihr glücklichen Augen ist ein Zitat aus Goethes Faust, ich glaube Teil 2. Und das fand ich richtig schön, weil sie darin in ihrer Geschichte dann auch ein bisschen noch Bezug dazu nimmt. Ja, Elke Heidenreich erzählt uns in diesem Buch von ihren vielen Reisen in den letzten Jahrzehnten und übermittelt eben auch so ein bisschen ihre Eindrücke, die sie ja über ein Tagebuch festgehalten hat. Sie ist jemand, die wirklich fast täglich Tagebuch führt und sie auf diese Erinnerungen hin eben nochmal in sich hineingehört hat, was da übrig geblieben ist, was da die Themen waren und ja, wie sie auch heute so ein bisschen zu ihren damaligen Eindrücken steht und zu ihren Erinnerungen
und was sie da im Grunde so ein bisschen mitgenommen hat und eben auch wie nachträglich ihre Eindrücke sozusagen vielleicht auch ihren Blick auf die Welt verändert haben. Wir sind hier in vielen Ländern der Welt unterwegs, von Paris über China, wir waren in den USA, in Florenz und auch in Neuseeland, auch wirklich viel in Europa, und sie führt uns da überall mit hin und erzählt uns da so ein bisschen ihre Geschichte. Es ist schon eine andere Art von Reisebuch, da es eben fast nur aus Erinnerungen besteht, aus Gefühlen und Eindrücken, die sie sehr gut beschreibt. Also ich finde, Elgen Heidenreich bekommt das sehr, sehr gut hin. Es ist mir persönlich eine Spur zu wenig über die Länder. Also wenn sich jemand so intensiv nur mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Eindrücken, mit ihren Gefühlen, mit ihrem Blick auf diese Länder, dann ist mir das ein bisschen wenig. Ich hätte auch gern ein bisschen mehr aus dieser Ländersicht, sage ich mal, gesehen. Damit meine ich jetzt nicht Daten, Fakten, sondern auch einfach, was das Land ihr vielleicht gegeben hat. Und das war mir ein bisschen zu wenig. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Es ist sehr kurzweilig erzählt. Und das ist auf jeden Fall richtig toll. Sie bekommt sehr viele Geschichten, Eindrücke unter. Vielleicht wäre aber mancher Geschichte und mancher Erinnerung ein bisschen mehr Tiefgang auch ganz gut gewesen. Denn so ging zwar die Zeit wirklich das Hören super schnell, man wird gut unterhalten, aber ich hatte so den Eindruck, dass nur zu wenig Ländern etwas hängen bleibt, weil sie eben so ein bisschen hetzig unterwegs ist. Es ist allerdings schon sehr anregend, wie sie das erzählt, wie sie die Welt auch einfach versucht, anders zu sehen und wie sie es auch mit intensiven Augen wahrgenommen hat. Sie selbst ist kein großer Fan von Fotografieren. Die Fotos, die es wohl dann im Buch dazu gibt, also im haptischen Buch, sind wohl auch von Fotografen oder anderen Mitreisenden. Sie selbst macht nur sehr wenige Bilder, weil sie eben auch sagt, ja, es ist im Grunde alles auf dieser Welt schon fotografiert worden, und da hat sie nicht ganz Unrecht. Und ich glaube, dass man so die Welt wirklich nochmal anders wahrnimmt, als eben immer durch eine Kamera. Also ich fand auch bei einem Konzertbesuch letztes Jahr nicht schlimmer als all die 2 Stunden, die das Handy hochgehalten haben und durch das Handy das Konzert verfolgt haben, und ich mir denke, warum? Also das, ja, jedem feel free, aber ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich bin schon gerne da, wo ich eben jetzt bin, und ich bezweifle, dass man sich dieses Konzert dann nochmal irgendwie auf dem Handy anguckt. Also ja, es gibt auch ein paar Promi-Begegnungen, die ich ganz interessant und spannend fand. Ich hätte mir aber wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Begegnungen mit den Menschen vor Ort gewünscht. Aber die gibt es natürlich auch, aber eher selten. Aber natürlich ist so dieses Promi-Getratsche auch nicht uninteressant. Aber ich hätte mir diese echten Menschen so vor Ort ein bisschen mehr gewünscht. Es war ein schönes Hörbuch, habe dem sehr gerne gelauscht, kann es auch wirklich sehr empfehlen und hat mir auch wirklich großen Spaß bereitet. Ja, ein bisschen weniger Spaß bereitet hat mir König der Dunkelheit von Mark Lawrence. Es ist der 2. Teil der Reborn-Saga. Hieß sie so? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich denke schon, King of Thorns ist der Originaltitel. Ich glaube, hier steht nirgendwo, wie die Reihe heißt. Ja, es ist auf jeden Fall der 2. Teil. Und Prinz der Dunkelheit konnte mich ja sehr, sehr, sehr begeistern. Und jetzt habe ich mich natürlich sehr gefreut, auch den 2. Teil zu lesen, und dachte eigentlich schon, ach, besorgst du dir auch gleich den 3. Ja, ich weiß nicht so richtig. Oder Reborn-Saga ist was anderes, das ist die Broken Empire-Saga. Ja, der 1. Teil war ein Highlight, der 2. Teil, ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, was zu einem 2. Teil zu erzählen. Wir treffen ja im 1. Teil Jorge, und seine Geschichte wird im Grunde hier auch weitererzählt. Der hat ja in seiner Kindheit ein sehr traumatisches Erlebnis mit ansehen müssen und sehnt sich seitdem nach Rache. Er ist sehr wütend auf seinen Vater, den König des Reiches, und auch auf die Männer, die eben zu diesem traumatischen Ereignis im Grunde beigetragen haben. Und er lernt, also er flieht dann aus dem Königreich oder aus diesem Königshaus, trifft sehr viele, ja, merkwürdige, düstere Männer, lässt sich von diesen ausbilden zum Kämpfer, ist da auch wirklich überhaupt nicht schüchtern oder irgendwie was, sondern sehr direkt. Er ist immer wütend, er kämpft sehr gut, er macht auch im Grunde keine Opfer, und so schart er dann eben eines Tages auch eine Gruppe Männer um sich, um neben den kleineren Kämpfen dann eben auch die große Rache vorzunehmen, und er hat da ein sehr, sehr großes Ziel. Und die Geschichte jetzt im Band 2 geht im Grunde weiter, und ich würde sagen, es ist so ein klassischer 2. Band, der sehr dick leider ist, und man fühlt gefühlt wirklich jede Seite, die man hier liest. Also es sind, glaube ich, knapp 600 Seiten. Und es war ein schon sehr langweiliger Band. Also es hat sich schon an mancher Stelle sehr, sehr, sehr gezogen.
Ich habe immer weiter gelesen, weil ich so die Hoffnung hatte, dass die Spannung irgendwann wiederkommt. Und ja, ich hatte manchmal wirklich das Gefühl, es ist ein ganz anderer Autor, der hier schreibt. Es ist nicht mehr bildhaft, es nimmt einen nicht mehr auf Reisen mit, es ist kein Abenteuergeist mehr irgendwie zu spüren. Es, ja, wir sind hier ja irgendwie auch 4 Jahre weiter und ja, Jorge ist im Grunde immer noch genauso starrköpfig unterwegs und ja, ich mag Jorge, ich mochte dieses Badass-mäßige sehr im ersten Teil. Ich fand es toll, dass wir im Grunde so ein bisschen einen Anti-Charakter irgendwie haben, der der Böse eben einfach in der Geschichte ist. Aber es hat sich wahnsinnig lang angefühlt. Ich glaube definitiv, dass 200 Seiten im Buch sehr gut getan hätten. Ich finde auch, dass sich Jorge, auch wenn er starrköpfig ist und geblieben ist, doch ein bisschen verändert hat. Er hat irgendwie keine Motivation mehr so richtig, auch mit der Gruppe um ihn herum. Die, ja, ich fand es wirklich sehr schwierig. Auch die haben sich verändert und es wird alles so lang und gezogen. Und es war ganz schön, so ein bisschen in diesem Europa unterwegs zu sein. Es fühlt sich doch sehr mittelalterlich an. Es wird auch irgendwie mysteriös, ohne dass man Dinge nachvollziehen kann. Und es gibt auch keine so richtige Erklärungen. Und der Stil ist für mich tatsächlich sehr, sehr anders als in Band 1 und ich habe hier wirklich ja Band 1 vermisst und die Erzählung und wie die Welt gesehen wurde und wie sie uns beschrieben wurde und beim Ende muss ich sagen, war ich dann so Gänse raus und dachte, nee, das ist so verrückt, dass ich ja keine Lust habe auf Band 3. Also ich denke, ich werde mir vielleicht jetzt einfach mal noch so 2, 3 Rezensionen zu Band 3 durchlesen, vielleicht spoilert auch jemand und erzählt, wie es ausgeht, aber so richtig interessiert bin ich eigentlich daran nicht. Es war leider kein sehr guter zweiter Band und ich fand ihn wirklich nur okay. Also es gab schon schöne Dinge, wie dieses Europa-Feeling, wie auch wirklich wie die Geschichte manchmal so ein bisschen weitererleben. Aber wenn ich da an das Highlight-Gefühl von Band 1 denke, dass ich das so in einem Schwupps weggesuchtet habe, Bilder im Kopf hatte, das hat hier tatsächlich leider alles gefehlt. Und ach ja, das war wirklich schon sehr, sehr, sehr schade. Dann durfte es ein bisschen lockerer werden und ich habe Kaffee mit Käuzchen gelesen von Franziska Jebens. Das ist der 6. Band der Sehnsuchtsorte-Reihe aus dem Eden Verlag. Ich habe auch noch 2, 3 hier, glaube ich, auf dem Sub liegen. Und ja, wir haben hier im Grunde eine junge Frau, also Franziska Jebens, die ja eigentlich ein totaler Stadtmensch ist und eines Tages aber irgendwie merkt, sie zieht es in den Wald. Und zusammen mit ihrem Freund, dann Verlobten, dann Ehemann, sucht sie sich eben auch ein Haus im Wald, ein ehemaliges Försterhaus und sie renovieren das und leben dann eben fortan mit Tieren und sich beiden dann eben auch im Wald. Und das ist auch erstmal soweit schön und gut und war auch tatsächlich eine ganz schöne Geschichte, aber es war auch ein bisschen langweilig. Also so von diesem absoluten Stadtmensch, der jede Party mitnimmt, jedes Wochenende unterwegs ist, ständig shoppen geht, sich selbst auch in der Filmbranche unterwegs war, nicht als Schauspielerin, sondern in einer Agentur gearbeitet hat und sie zieht sich dann eben so in den Wald zurück und erzählt uns dann von den banalen Problemen, die es so im Wald auf sich hat. Ja, also es wurde ganz schön, als dann so die Tiere dazu kamen, der Hund, die Katze, als sie dann eben auch von einem Fuchs erzählt hat und von einer Wolfsbegegnung und solchen Dingen. Aber es war auch nicht mehr als okay. Also das muss man ganz klar sagen. Es war ganz nett. Der Wandel war ein bisschen wenig spürbar. Also sie erzählt zwar immer schon, dass sie nochmal die Stadt vermisst oder ja, aber es waren halt auch so viele Dinge drin, wo ich dachte, wo kommt denn jetzt diese Gedanken Veränderung her. Und das war halt ein bisschen schade, dass sie uns da nicht auf ihren Weg wirklich mitgenommen hat, sondern das so rückwärts betrachtet hat. Und ich finde es immer schöner, wenn man so ein bisschen dabei sein kann, wie sich ein Mensch verändert. Ist natürlich in der Erzählung schwierig, aber man merkt halt hier, dass sie die Geschichte definitiv erst am Ende geschrieben hat. Zudem gibt es hier ein Stilmittel, das mich wirklich nach dem 2. Mal so aufgeregt hat und ich dann auch überlegt habe, als es zum 5., 6. Mal kam, ob ich nicht Markierungen mache, wo das der Fall ist. Denn es gibt immer so Punkte und es waren bestimmt 20, also es ist gefühlt sehr häufig vorgekommen, dass sie irgendwas entschieden haben, sie und ihr Mann oder vorhergehend ihr Verlobter, also da müssen sie auch noch nicht verheiratet gewesen sein und dann, ich habe mir das auch rausgeschrieben, dann sagt sie immer, naja, ich denke schon, aber du kannst es mir gern noch einmal erklären, also zu was es im Grunde geführt hat und das macht sie wirklich wahnsinnig oft und das hat mich so genervt, weil ich mich wirklich gefragt habe, warum macht ihr das nicht einfach in einem Dialog? Warum habt ihr das nicht schon mal vorher
besprochen, damit es dem Leser, also mir, klar wird. Warum muss das so nachgetreten werden? Und es hat mich irgendwann aufgeregt. Also wenn ich dann schon nur dieses Naja gesehen habe, dachte ich, ach nein, sag's nicht, sag's nicht. Also das war echt ein Stilmittel. Das möchte ich bitte auf gar keinen Fall mehr lesen. Es hat mich echt angenervt. Und ja, aber sonst war es eine schöne Geschichte, die mich unterhalten hat. Auch mit, ich glaube, 250 Seiten. Ja, auch wirklich, ich glaube, ich habe sogar an einem Wochenende gelesen. Ganz schön fand, aber jetzt auch nichts, ja, was ich irgendwie nochmal lesen würde oder ja, im Grunde so direkt sagen müsste, es wäre ein Must-Read. Ein Buch, das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, hier mit knapp, ich glaube eigentlich 100 Seiten, genau, ich habe aber nur 50 Seiten gewertet, sind eben 100 Seiten Stephen King von Dietmar Dart. Das ist eine Reihe, ich glaube, es ist aus dem Reklamverlag, eben über andere Dinge, die auch nur 100 Seiten haben. Und ja, hier muss ich sagen, es waren zwar 100 Seiten, es waren gefühlt nur 50 und es war nicht sehr viel Neues über Stephen King. Ja, Dietmar Dart erzählt so ein bisschen was über Stephen King, seine Genre-Mixe, seine Motivationen, seine Hintergrundgeschichte. Er spricht auch sehr über das Debütwerk Carrie, über die verschiedenen Zyklen auch im Dunklen Turm. Er hat so ein paar Quellen zu seinem Pseudonymen und Ähnlichem auch gemacht und erzählt hier so ein bisschen, wie man in den Büchern eben auch erkennt, was Stephen King gerade bewegt hat, wo seine Krisen waren, Katastrophen und so weiter. Und ja, es war okay, ich habe es gern gelesen. Ich fand das wirklich auch manches noch so zwei, drei Dinge, die ich nicht wusste, die neu waren. Aber wenn man sich mit Stephen King schon mal beschäftigt hat, dann kommt man nicht vorbei, als dass man eben auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von ihm erfährt. Und ich fand jetzt nicht, dass Dietmar Dart hier irgendwas ganz Neues aus der Schubkiste herausgenommen hat, sondern es war okay. Er fand auch, dass er das sehr offen erzählt hat. Es sind auch so ein paar Grafiken mit drin, auch verschiedene Cover. Geht zum Beispiel hier auch um die King-Bücher, die in der Bestsellerliste der New York Times am längsten in den Top 10 waren. Dann auch die King-Verfilmungen mit der höchsten Einspielergebnisse. Also es sind schon ganz spannende Dinge hier mit drin. Ich glaube, für echte Stephen King-Nerds, wie ich das bin, ist das schon ein gutes Geschenk. Ich glaube, für alle anderen ist das so ein Nice-to-Have, so ein Gimmick. Aber ja, fand ich okay, habe ich gern drin gelesen und bin da auch super happy, dass ich das geschenkt bekommen habe. Dann habe ich gehört Lake Paradise, den ersten Teil von Manuela Inusa. Der Untertitel ist Ein Zuhause für das Glück. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Der zweite Teil erscheint jetzt auch im März und der dritte Teil dann auch schon im August. Ich habe von Manuela Inusa schon zwei Bände der Valerie Lane-Reihe gelesen und mir wurde das irgendwann einfach ein bisschen zu langweilig, zu eintönig und dann habe ich die Reihe nicht weiter verfolgt. Gesprochen wird das Hörbuch aber von Caroline Musk von Oppen. Das muss ich mir aufschreiben, das kann ich mir nicht merken. Und die kenne ich tatsächlich schon sehr gut und ich mag ihre Hörbücher super gerne und ich lausche ihr gerne und das kann ich tatsächlich auch hier sagen. Und ich glaube auch, dass mich Caroline Musk von Oppen dazu gebracht hat, das Buch wirklich auch zu beenden. Ich glaube, als echtes klassisches Buch wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen. Ja, wir treffen auf Lexi, die, nachdem sie ihre Jugendliebe kurz vor der Hochzeit verloren hat, der ist beim Wandern tödlich verunglückt, bleibt eine große Leere in Lexi. Und ja, sie lebt eben in dieser Kleinstadt Lake Paradise, sie ist dort sehr beliebt. Allerdings finden jetzt eben auch so ein bisschen die Einwohner es sehr schade, dass sie seit über 2 Jahren so traurig ist, nicht mehr so richtig sie selbst ist, sie auch aus diesem Trauerloch irgendwie nicht herauskommt. Zwar wird es für sie so Tag für Tag besser, aber dennoch vermisst sie einfach ihren Fast-Ehemann und kann sich da manchmal aus ihrer Trauer auch nicht herausarbeiten oder herausbringen, was ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann. Sie trifft dann auf den fremden Aaron, der in der Stadt auftaucht und der kommt eben zurück an den Ort, als sein Großvater, der Maismogul, gestorben ist und obwohl er eigentlich nach dem Tod seiner Mutter nicht mehr zurückkommen wollte, weil er so große Streitigkeiten mit seinem Vater hatte und es gibt auch immer noch Probleme und viel Unausgesprochenes und er wollte eigentlich nicht mehr zurückkommen, aber ist dann dennoch da, um eben so ein bisschen den Nachlass zu verwalten, um da auch an der Trauerfeier mitzumachen und ja, beide lernen sich kennen, beide wissen nicht so richtig, wie sie anfangs miteinander umgehen sollen, wie sie sich verhalten sollen, aber recht schnell merkt Aaron dann doch, dass er in Lexi etwas findet, was er gar nicht gesucht hat und beide scheinen sich dann auch irgendwie gefunden zu haben. Ich habe, glaube ich, grundsätzlich ein Problem mit dem Stil von Manuela Inusa und ich glaube, ich gebe es jetzt auch einfach auf. Ich finde es
ihre Geschichten sehr banal, ich finde sie langweilig aufgebaut, ich finde sie zwar schon irgendwie so wohlig und auch gerade Lake Paradise, dieses Städtchen, hat natürlich so ein bisschen Gilmore Girl Feeling, gar keine Frage, aber ich, das ist so in diesem Genre Wohlfühlroman, ich weiß, es ist kein Genre, aber wenn wir das mal so fassen wollen, dann ist das wirklich etwas, was für mich nicht heraussticht. Die Geschichte lebt schon von ihrem Kleinstadt-Feeling, das muss man ganz klar sagen, auch von den Nebencharakteren, was auch so zum Weiterhören motiviert hat. Auch sind Lexi und Aaron ganz gut gezeichnet. Ihre Entwicklungen gingen mir manchmal zu schnell und ich hätte mir das ein bisschen realistischer gewünscht. Aber ich habe es nicht geschafft, beide irgendwie ins Herz zu schließen, mit beiden mitzufühlen, mitzugehen, Emotionen zu empfinden. Also ich denke mir gerade, dieses Trauerthema, das würde bei mir so viele Türen öffnen und andere Bücher schaffen das ja auch. Und hier habe ich das Gefühl, es wird nur so an der Oberfläche gekratzt und das ist halt nicht so ganz meins. Und ich möchte jetzt auch kein Buch, was vor Trauer irgendwie versinkt und man da aus dem Heulen nicht mehr rauskommt. Aber so ein bisschen Gefühl hätte ich mir hier einfach gewünscht. Die Nebencharaktere fand ich aber richtig toll. Ich mochte auch so ein bisschen den Klatsch und Tratsch, der nicht zu kurz gekommen ist. Es ist aber auch hier schon manchmal sehr viel Klischee und auch nicht sehr viel Neues, was ich einfach ein bisschen schade fand. Es ist eine schöne, wohlige Geschichte, wahrscheinlich wirklich perfekt als Hörbuch für zwischendurch, jetzt auch durchaus im Frühling, Sommer. Vieles ging mir zu schnell. Ich hätte mir mehr Emotionen gewünscht, ein bisschen mehr Gefühl, auch ein bisschen mehr Tiefgründigkeit. Aber alles in allem war es schon eine okaye Geschichte. Aber es ist halt auch nichts, was irgendwie hängen bleibt, was mich berührt hat, wo ich nochmal drüber nachdenken würde oder Ähnlichem. Was ein bisschen schade ist, aber ja, es war alles in allem okay. Aber wahrscheinlich lasse ich es jetzt mit Manuela Inusa auch einfach sein. Dann kommen wir zu den vier dünnen Büchern des Monatsende. Und ich habe euch da auch auf Instagram gefragt gehabt, mit welchem ich starten soll. Und ihr habt euch für den Sternenfänger von Francesc Miralles und Alex Rovira entschieden. Und ja, es sind jetzt wirklich vier kurze Bücher, zu denen man auch gar nicht so viel sagen kann. Und ja, ich habe von Miralles schon das ein oder andere Buch, auch Sachbuch, gelesen und habe auch, glaube ich, noch ein oder zwei Bücher von ihm auf dem Sub. Und ja, Instagram ist bei mir auch unten in der Infobox. Wenn ihr vielleicht auch einfach mal bei einer Umfrage zukünftig dabei sein wollt, folgt mir da auch sehr, sehr gerne. Ja, wir treffen in dieser Geschichte den kleinen Michel, der in einem französischen Dorf in der Nachkriegszeit lebt und dort in einem Heim untergebracht ist. Und er nimmt uns dann so ein bisschen auf die Reise mit von verschiedenen Dimensionen der Liebe. Und er sammelt hierzu Stoffreste im Dorf ein, um diese zu sammeln und etwas daraus zu nähen. Denn er möchte ein Herz nähen. Denn in seinem Heim ist jemand, der eben herzkrank ist und für sie möchte er ein Herz zusammen nähen. Und er lernt eben durch das Sammeln der Stoffreste verschiedene Lebensgeschichten kennen von fremden Menschen und auch eben ihre Art der Liebe. Also was man, wie man und wem man alles irgendwie lieben kann. Und ja, so wird eben auch jedes Kapitel darin der Liebe in ganz besonderen Arten und auch ganz banalen Arten eben auch, wird der Liebe sozusagen gewidmet. Ja, ich habe so ein bisschen meine Probleme immer mit Kriegsgeschichten und Nachkriegsgeschichten. Hier muss ich aber sagen, dass ich die Denkanstöße richtig schön fand. Ich mochte auch die erzählten Erinnerungen und das war wirklich wundervoll gemacht. Das muss ich ganz klar sagen. Die Geschichte war mit 120 Seiten mir aber zu wenig. Also ich merke einfach kurze Geschichten und das merke ich ja auch unter anderem bei King durchaus. Das ist so nicht ganz meins. Ich brauche mehr Geschichten, um da einzutauchen. So kommen einfach Emotionen und Gefühle und Tiefgründigkeiten einfach zu kurz und ich kann mich da nicht so ganz fallen lassen. Das ist so den Kritikpunkt, den ich habe, weswegen es wahrscheinlich auch einfach kein ganzes Highlight geworden ist. Zudem muss ich wirklich sagen, dass es zwischendrin so ein bisschen schön war, aber auch nicht mehr. Aber das Nachwort hier wirklich sehr viel herausreißt, denn uns erzählt hier eben Alex Rovira von seiner herzkranken Tochter. Und das waren wirklich Emotionen, die mich zum Weinen gebracht haben. Und ich hätte mir hier aber einfach die Emotionen schon vorher gewünscht und nicht nur in einem banalen Nachwort, was mich dann eben zu Tränen bringt. Denn auch Michel war ein sehr liebreizender Charakter und er zeigt uns eben auch mit diesen unterschiedlichen Arten der Liebe zu Büchern, zur Kunst, ja, wie wunderbar unsere Welt ist und dass man eben manchmal auch nur das Herz öffnen muss, um sie wahrzunehmen und zu lieben. Und das ist schon eine schöne Message, die das Buch mitbringt.
für mich hätten es gerne 100 Seiten mehr sein können, sodass man da ein bisschen tiefer einfach sich fallen lassen kann. Ich glaube, dann hätte ich bei dem einen oder anderen Kapitel auch vorher schon geweint und nicht erst im Nachwort. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade. Dann zu zwei Büchern, die ich auch direkt hintereinander gelesen habe. Und zwar Ich bin hier bloß die Katze von Hannah Johansson und Ich bin hier bloß der Hund von Jutta Richter. Insgesamt gibt es wohl von dieser Reihe Ich bin hier bloß, ich glaube, mittlerweile 5 Bände, glaube ich, mir aufgeschrieben. Es gibt noch, genau, Maus, Pony und Kind und die spielen eben alle innerhalb dieser Familie. Denn wir lernen eben am ersten Tag genau die besagte Familie kennen und hier lebt eben schon die besagte bloß Katze. Und hier kommt in der ersten Geschichte eben auch schon der Hund dazu. Wir haben die Katze Isabel und den Hund Anton und die Katze erzählt uns eben durch ihre Augen von diesem Familienleben, von dem Familienzuwachs, wie das für sie auch das Familienleben verändert hat. Und im zweiten Band haben wir dann eben die Geschichte so ein bisschen weiter erzählt, eben von Anton, dem Hund. Und was so ein bisschen die Unterschiede zwischen Katz und Hund sind, was die Haustiere für Probleme haben, wie es so mit Hundeschule ist, mit schlechtem Essen, das einem die Menschen vorsetzen und eben auch nervigen Kinder, die in der Familie so ein bisschen wohnen können. Ja, Kinder sind in dieser Familie nicht ganz so einfach. Und ich hatte beide Bücher mir ja bei Rebuy, glaube ich, geholt und habe mich da noch ein bisschen geärgert, dass das eine ein Hardcover ist, das andere ein Taschenbuch. Aber nachdem sie jetzt wahrscheinlich auch weiter wandern dürfen, ist das gar nicht so weiter schlimm. Ja, zu der Familie, wo die beiden Tiere leben, muss man sagen, die sind schon sehr typisch. Es ist schon an mancher Stelle fast zu klischee-mäßig. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe da so meine Probleme mit. Ich fand die Bücher aber ganz gut unterhaltsam. Sie haben mich jeden Tag so ein bisschen schmunzeln lassen. Ich fand auch, dass beide Tiere und ihre Unterschiede in den Charakteren gut rübergebracht war. Es war ein bisschen schwierig, sich in die Menschen der Geschichte hineinzuversetzen. Auch wenn natürlich die Familie schon sehr klassisch war, sehr typisch war, auch sehr klischeehaftes Verhalten hatte, kann man so ein bisschen mitfühlen. Aber ich hätte mir doch hier ein bisschen vielleicht auch eine Spur was anderes gewünscht. Sprachlich ist es sehr leicht, es ist auch sehr locker, hat wenig Tiefgang, ist definitiv für Kinder geeignet und es hatte mir persönlich auch zu wenig Humor. Gerade die sarkastisch-zynische Katze, da hätte ich mir so viel mehr erhofft und gewünscht. Also meine Katzen wären da definitiv nicht mehr so freundlich mit mir und meiner Welt. Also ich glaube, da würde sehr viel Sarkasmus rüberkommen und dementsprechend hat mir das so ein bisschen gefehlt. Es nimmt einen durch den Alltag mit, beide Bücher mit allen Höhen und Tiefen, die es eben irgendwie so in Familienleben gibt. Es sind schöne Illustrationen drin, die eben auch die Geschichte für Jüngere sehr ansprechend macht. Und ich fand es schön. Ich habe beide Bücher sehr gerne gelesen. Vielleicht kann man kurz mal die Illustration ein bisschen zeigen. Ich glaube definitiv, dass sie eher was für jüngere Leser sind. Und ich glaube, da lockern dann natürlich diese Bilder auch ein bisschen auf. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich zu den weiteren Bänden greifen würde. Also vielleicht wäre die Maus tatsächlich noch ganz spannend. Aber ja, meins, es war unterhaltsam, es war gut. Aber ja, es war halt auch nur gut. Ne? Dementsprechend leider keine Highlights. Und das hätte ich mir tatsächlich vielleicht, ich hätte es mir ein bisschen lustiger, glaube ich, vorgestellt. Dann kommen wir zum letzten gelesenen Buch, bevor wir dann noch zu einem Hörbuch kommen. Und zwar das Buch von T. von Kakuzo Okakura. Das Buch habe ich bei der lieben Fabienne gesehen und ich packe ihre Rezension. Da hat sie über japanische Klassiker gesprochen oder über Klassiker und hat das vorgestellt. Packe ich euch das Video auch mal unten in die Infobox. Ich hatte das Buch ursprünglich in einem anderen Video von ihr gesehen und dann habe ich eben irgendwie, bin ich dann auf das Einzelvideo zu dem Buch gestoßen und dann durfte es auch bei mir einziehen. Ja, es ist ein japanischer Klassiker, der allerdings im ursprünglichen von seinem Autor sogar in Englisch erfasst wurde. Das heißt, es gibt keine Übersetzung aus dem Japanischen, sondern aus dem Englischen. Denn der Autor selbst ist als sehr junges Kind bereits in einer amerikanischen Missionarschule aufgewachsen und hat eben auch gar nicht in Japan mehr gelebt. Und er war dann auch Kunstwissenschaftler und durch diese Missionarschule hat er dann eben auch Englisch gelernt und hat dann eben auch seine Texte in Englisch verfasst. Das Buch ist ursprünglich von 1905
Und der Autor selbst lebte von 1860 bis knapp 1913 und hat dann eben, ich glaube, tatsächlich auch noch mehrere Bücher veröffentlicht. Und das ist aber so gefühlt das Bekannteste, was mir auch untergekommen ist, weil es eben die Geschichte des Tees erzählt, wie der Titel natürlich verraten ist. Ich habe jetzt keine ganz so schöne Ausgabe, wie sie Fabienne hatte, aber nichtsdestotrotz finde ich sie doch sehr ansprechend und ja, ich finde sie tatsächlich ganz süß. Man muss sich bei der Geschichte also darauf einlassen, dass man sprachlich natürlich irgendwie 120 Jahre zurück ist. Und da hat man einfach anders geschrieben, anders gesprochen und Dinge auch noch anders wahrgenommen. Uns wird hier so ein bisschen erzählt vom Teeismus, der eben so ein bisschen auch ein Kult ist, der die Anbetung der Schönen unter den schmutzigen Gegebenheiten des täglichen Lebens beruht. Und das fand ich tatsächlich ganz schön erzählt. Weil tatsächlich ist ja Tee trinken nichts anderes, muss man ganz ehrlich sagen. Der Tee verkörpert hier die Reinheit und auch die Harmonie und erzählt uns auch das Geheimnis der Nächstenliebe und soll so ein bisschen die Gesellschaftsordnung auch romantisieren. Und es ist eben diese Geschichte des Tees, wie er von Indien nach Japan, nach China gekommen ist, wie er auf die Kultur Einfluss genommen hat und auch so ein bisschen die dahinterstehende Kultur und Religion und auch den Glauben und die Menschen ja so ein bisschen beschreibt, was eben dieser Zuspruch zum Tee und zu diesem Teeismus im Grunde dazu geführt hat, dass sich manch einer in Japan von der westlichen Seite, von der englischen Seite so ein bisschen abgewandt hat. Wir haben ja auch sehr viel von der Zen-buddhistischen Lebensart, was ich super spannend fand, gerade weil ich ja Buddhismus wirklich eine ganz spannende Form finde, wenn man eben so ein bisschen über, ja, Religion, für mich ist das ja immer so eher eine Philosophie als eine Religion. Ich fand das ganz spannend, hier auch mal zu dem Zen-Buddhismus ein bisschen was zu erfahren und dass das eben auch näher beleuchtet wurde. Und es ist für mich so ein bisschen schwierig, dieses Buch zusammenzufassen, weil hier wirklich viele Themen besprochen werden, die sehr groß sind, die manchmal aber auch sehr klein sind und wo man auch mal ein Stück braucht, um es zu verstehen und mitzunehmen. Es ist eine sehr poetische Erzählung, eben über Tee, über Zeremonien, über die Menschen, über das damalige Japan und es ist dadurch manchmal ein bisschen schwerfällig. Das muss ich gestehen. Es waren manche Sätze drin, die ich wirklich 2-3 Mal gelesen habe und mir dachte, hä, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Und man muss es auch auf sich wirken lassen. Ich glaube, Fabienne hat auch gesagt, man muss die Geschichte, das Gelesene auch mal ziehen lassen, eben wie auch das bei Tee der Fall ist. Und da hat sie absolut recht. Und ja, ich habe dann zwischendurch eben auch immer zu meinem Hörbuch gegriffen und bin aber da drin trotzdem natürlich gut vorangekommen. Der Autor selbst war der asiatischen Welt definitiv näher und wollte auch, dass Japan eher eben zur japanischen Welt gehört, was aber damals doch eher untypisch war, weil da eben schon eher der Blick Richtung Westen und auch Richtung England war und da eben auch die Strömung eher hinging. Aber der Autor bemerkt sehr häufig, dass Japan für ihn eben ein asiatisches Land ist. Er hat auch sehr viel westliche Kritik, zum Beispiel auch den Einfluss der Sprache, was ich absolut nachvollziehbar fand. Und er erzählt uns eben auch, wenn man ein bisschen zu seinen Hintergründen recherchiert, wo das herkommt, wo seine Kritik am Westen herkommt. Und man spürt schon so ein bisschen Feindseligkeit. Und ja, ich habe dann eben auch auf Anraten von Fabienne, ihrem Video, einfach mal so ein bisschen nach dem Autor gegoogelt und gesehen, wo kommt das her. Und dann ist das definitiv auch nachvollziehbar. Denn es ist tatsächlich sehr spannend und interessant, was sich da im Hintergrund abgespielt hat und warum er zu dieser Meinung war, dass der Westen eben nicht unbedingt das Beste und Schönste und ja ist. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend und kann man durchaus auch 120 Jahre später noch nachvollziehen. Ja, sprachlich ist es schon herausfordernd, nicht ganz so einfach. Es fühlt sich eben auch oftmals sehr schwerfällig an und man braucht auch zwischendurch durchaus mal Pausen. Und so füllen sich dann diese Seiten eben auch gefüllter an, als man so das Gefühl hat, bei so knapp 100 Seiten. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt sehr viele Weisheiten, die ich ganz wunderbar fand, die sehr schön eingebaut wurden. Und ja, so wirkt das Buch eben auch ein bisschen größer, als es ist. Und das finde ich schön. Das hat ganz viele Aspekte, die mich eben da definitiv
nochmal anders bewegt und mitgenommen haben. Und ich fand es eben auch sehr spannend, was zur Zen-Mentalität erzählt wurde und wie sich das auch in den heutigen Teehäusern widerspiegelt. Und es wird auch wunderbarst darüber gesprochen, wie Teehäuser aufgebaut sind, was da die Idee dahinter ist, warum zum Beispiel auch in Europa es mehr Teebeutel gibt als ja, in vielen anderen Ländern und warum man zum Beispiel überhaupt diesen Teebeutel hat und nicht diesen losen Tee und warum zum Beispiel dann auch der Matcha-Tee eben Pulver ist und nichts von beiden. Und ja, also es ist ganz spannend. Es war auch einfach mal wieder was ganz anderes. Ich mag die japanische Literatur, dieses Gefühl des Japans. Und jetzt haben wir hier nicht nur ja, Japan bereist, sondern auch eine andere Zeit, was ein bisschen herausfordernd war, aber dennoch ganz schön und unterhaltsam. Und das letzte Buch, was ich dann auch am 28. abends beendet habe, ist Harry Potter und der Gefangene von Azkaban von J.K. Rowling. Und ich liebe Harry Potter. Ich liebe meinen Reread vorgelesen von Rufus Beck. Ich habe das sehr genossen, die 5-6 Tage, wo ich in diesem Hörbuch gehört habe und hatte hier wirklich großen Spaß bei. Ich mag am dritten Band, und ich möchte gar nicht so viel zur Story erzählen, ich mag am dritten Band einfach sehr, dass er düsterer wird, dass sich eben auch einfach jetzt Türen öffnen, die eben für die Weitergeschichte spannend werden. Und ich glaube auch, ich hänge so am dritten Band. Ich finde es immer schwierig, in dieser 7-teiligen Reihe so ein Highlight oder den besten Band zu bewerten. Aber ich glaube schon, dass ich sehr an dem dritten Band hänge, weil da eben auch zwei meiner Lieblingscharaktere zum ersten Mal auftauchen. Remus Lupin und Sirius Black. Wir könnten vielleicht auch noch Seitenschnabel aufzählen. Und ich glaube auch, weil es das erste Buch war in dieser Harry Potter-Reihe, in der ich wirklich häufiger geweint habe. Und ja, jetzt bin ich eine absolute Heulsuse, ich stehe da auch total zu, aber ich kann mich wirklich heute noch dran erinnern, wie ich zum ersten Mal den dritten Band gelesen habe und Harry mit Seitenschnabel rumfliegt und was für Gefühle uns übermittelt werden. Und da habe ich schon das erste Mal geweint und dann gibt es auch eine Szene mit Harry und Sirius und ach, da sitze ich da auch wirklich da und denke, ach ja, es kann so schön sein. Und ich weiß auch, wie voller Hoffnung ich beim ersten Mal lesen war und das wurde total ja, niedergeschmettert und nichts wurde aus dieser Hoffnung und wie traurig ich das am Ende fand und ach ja, also ich glaube, dass das wirklich für mich sehr viele Emotionen einfach hat, dass es toll erzählt ist. Ich mag viele Aspekte in der Geschichte. Ich sehe das Zeitreisen ein wenig kritisch, so ganz klein wenig, muss ich ehrlich gestehen. Da gibt es schon so ein, zwei Logiklöcher, wo ich dachte, naja, aber eigentlich macht das jetzt nicht so wirklich Sinn. Und was mir hier wirklich auch sehr aufgefallen ist, was auch die nächsten Bücher sein wird, dass immer wahnsinnig viel so im letzten Viertel passiert oder vielleicht im letzten Drittel. Also dass es wirklich viel Vorgeplänkel eigentlich ist, viel Aufbereitung, viel Charakterstärkung und Bindung und Einbeziehung und so das letzte Viertel wirklich zack, 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 zack. Und dann passiert alles so wunderbarst ineinander hineingegriffen. Und ich glaube tatsächlich, dass das im Band 4 und 5 auch so ist. Müsste mal kurz noch über den Band 6 dann gucken, wie das so zeitlich ist. Aber ja, also ich liebe die Reihe und ich freue mich dann definitiv aufs Weiterhören. War ja eigentlich nicht so ganz geplant, dass ich das letztes Jahr anfange, beziehungsweise dieses Jahr reade. Aber es macht einfach großen, großen Spaß. Und das waren sie jetzt, die 17 Bücher mit knapp 4200 Seiten und es ist schon echt eine Menge und ich hätte das am Ende nicht mehr gedacht, dass ich das noch hinbekomme, aber ich habe mir dann einfach die Zeit genommen, habe andere Dinge liegen lassen und habe mich da wirklich auf die kurzen Bücher konzentriert und sonst wären es halt wahrscheinlich 3 Bücher weniger gewesen, muss man auch ganz klar sagen. Dann wären es halt nicht 17 Bücher, sondern nur 14 Bücher. Aber so kann ich sagen, ich habe genauso viele Bücher gelesen, wie bei mir eingezogen sind und ich bin so ein bisschen stolz. Erzählt mir gerne, wie viele Bücher ihr gelesen habt, ob ihr das irgendwie mittrackt und was vielleicht euer Highlight des Monats war. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Büchermonat. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.